Ja, hallo liebe Modellbahnfreunde, heute geht es um dieses Modell. Es geht um die 218 von Fleischmann aus dem Jahr 2020. Das Modell trägt die Betriebsnummer 218-206-1, ja, war damals eine Neuüberarbeitung der bewährten 218er, die es ja schon lange, lange bei Fleischmann gab, über mehrere Jahrzehnte, optisch völlig überarbeitet, aber auch mit Sound ausgestattet. Da hat man sich ein bisschen mehr Mühe gegeben als in den vergangenen Jahren. Aber so viele Unterschiede, sage ich mal, innen drin sind gar nicht vorzufinden. Also der Motorblock an sich, das Chassis ist eigentlich gleich geblieben. Die Platine ist natürlich umfangreicher mit Sound ausgestattet, auch mit Lautsprecher. Dafür mussten noch Aussparungen geschaffen werden. Aber so vom Grundaufbau eigentlich so wie die schon seit etlichen Jahrzehnten verkauften Modelle. Ja, optisch hat man schon ein bisschen dran gearbeitet, zum Beispiel markant die Stirnlampe, die ist jetzt hier weiter ausgeführt. Das hat man vielleicht gar nicht so wahrgenommen, aber bei den alten Modellen waren die Stirnleuchten eigentlich mehr so im Dach integriert. Die sitzen ja so leicht wie kleine Hörner eigentlich vorne drauf. Das hat man hier nachgebildet, ansonsten auch so von der Detaillierung an dem Modell doch einiges verändert. Aber wie gesagt, man könnte theoretisch, also ich denke, es müsste eigentlich passen, auch ein altes Gehäuse hier drauf machen, das Gehäuse auf eine andere Lok. Also das ist alles kompatibel, auch der Grundaufbau an sich. Ja, was ist der Anlass des heutigen Videos? Auch so schön, wie die Lok aussieht, so schön fuhr sie leider nicht. Also der Motor hat immer mal Probleme gemacht. Am Anfang fuhr er eigentlich recht gut, aber schon am Anfang gab es immer wieder Schwierigkeiten. Das bekannte Problem der Überölung, das war natürlich auch bei diesem Motor gegeben. Jetzt nicht so wie bei anderen Modellen, aber es war doch schon zu viel Öl im Motor. Das heißt, da war relativ schnell ein Kohlewechsel notwendig und dann fuhr der Motor auch wieder. Aber das hat nie so richtig lange gehalten. Ich weiß nicht warum. Und jetzt in der jüngsten Vergangenheit, da hat sie doch ein bisschen Kummer bereitet, fuhr also so ziemlich ruckartig, also fuhr mal schneller, mal langsamer, hauptsächlich in einer Richtung, also jetzt in der Richtung fuhr sie sehr unterschiedlich, ja, mal schneller, mal langsamer, dann zum Schluss fuhr sie dann kaum noch an, das heißt, man musste sie wirklich anschieben. Ich weiß nicht, ob da vielleicht eine Kohle irgendwie festgebacken war, dass jetzt ein Abstand zwischen Kohle und Kollektor aufgetreten ist. Also ich weiß es nicht. Ich hatte ja schon mit der 218, 217 solche Probleme. Ich hatte das ja mal in einem anderen Video beschrieben mit dem Motor und hatte mir für Notfälle Glockenankermotor besorgt für die 218er von DM Toys. Die sind ja von Micromotor. Für eben solche Fälle, dass ich einen Motor vielleicht wirklich mal austauschen muss, weil der alte so viel Ärger macht, dass es nicht mehr tragbar ist. Ja, und auch hier bei dem Modell hatte ich vor kurzem erst die Kohlen nochmal getauscht. Auch da erstmal wieder ein zufriedenstellendes Ergebnis, aber sag mal so, jetzt die letzten Tage war es doch so, dass die Lok so gut wie gar nicht mehr anfuhr. Also das war schon ärgerlich, wenn man irgendwo anhielt, blieb sie einfach stehen. Ja, und das war jetzt der Grund, dass ich gesagt habe, okay, jetzt kommt da doch ein anderer Motor rein. Also ich bin grundsätzlich, sage ich mal, kein Feind dieser Dreipoler. Ja, die werden ja immer verteufelt. Die fahren, die laufen eigentlich gut. Also auch die Fahreigenschaften mit den Dreipolern und in Zusammenhang mit Decodern digital sind eigentlich sehr zufriedenstellend. Also da muss ich sagen, es gibt da nicht unbedingt den Grund, auf Glockenankermotor umzubauen. Aber wenn natürlich so ein Motor immer wieder muckt, dann muss man doch irgendwas anderes machen. Und bevor ich jetzt teuer bei Fleischmann als Ersatzteil einen neuen Dreipoler kaufe, habe ich mich dann eben doch für die preisgünstigere Variante entschieden, eben einen Glockenankermotor einzubauen. So, der Einbau wird gleich nochmal in Etappen gezeigt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich solche Videos drehe, die jetzt, ich sag mal, halbe, dreiviertel Stunde dauern, wo ich dann jeden Handgriff da mitfilme.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte mich auch dabei konzentrieren und die Kamera ist dann eher so im Weg, dass ich das jetzt nur in Etappen zeige. Aber ich denke, das ist ja auch ausreichend. Man muss ja nicht jeden einzelnen Lötvorgang und jedes einzelne Biegen von Blechen oder irgendwas oder Abschneiden von Kabeln filmen. Also ich denke, das ist selbstredend. Ja, also das werde ich jetzt im Kommenden kurz zeigen. Ja, liebe Modellbahnfreunde, heute ist es soweit. Also der Dreipoler meiner schönen 218, der hat irgendwie seine Macken. Die Lok fährt nicht mehr kontinuierlich, fährt immer mal schneller, mal langsamer. Also irgendwie haut das nicht mehr hin. Ja, und heute bekommt er seinen TB11 Neubau. Ja, bekommt die Lok den Glockenankermotor von DM Toys, Micro Motors. Also wollen wir mal schauen, was da jetzt bei rauskommt. Aber ich denke, dann haben wir endlich Ruhe mit dem Ding. Weil das war wirklich zum Schluss eine Katastrophe. Immer so unregelmäßige Geschwindigkeiten, mal schneller, mal langsamer. Dann fuhr sie teilweise überhaupt nicht mehr an. Also, naja, gut, da wollen wir mal abwarten, was dabei rauskommt. So, da liegt er nun, unser alter Dreipoler. Ja, ich bin ja normalerweise jemand, der immer sagt, die Dreipoler, die lassen sich immer wieder reparieren. Ich denke mal, den wird man auch wieder reparieren können. Ich weiß nicht, was er hat. Er ist eigentlich so von der Optik her ist er recht sauber. Also ist nichts drauf. Aber wie gesagt, der Motor läuft nicht sauber an. Ja. Aber gut, wenn man nicht will, dann hat man eben Pech gehabt. Dann kommt man raus. Eingebaut habe ich eben, wie gesagt, diesen Motor hier von DM Toys. Ne? Das ist ein Micro Motors. Motor, also das ist jetzt noch ein Umrüstsatz für eine 218, wenn mal wirklich einer wieder muckt, gerade bei den neueren, ist es ja ärgerlich. Ich hatte ja so Probleme mit der 218, 217 und hatte mir den als Reservemotor gekauft, aber jetzt hat auch die andere 218 aus dem Jahr 2020 den, ja, was soll ich sagen, den Dienst quittiert, zumindest motormäßig, aber mit dem neuen Motor fährt die wunderbar. Ich werde sie gleich noch mal zeigen, wie sie jetzt mit Glockenankermotor unterwegs ist. Bis dann. Ja, und jetzt noch etwas zum Glockenankermotor. Den gucken wir uns noch mal an, bevor jetzt zusammengebaut oder wie er zusammengebaut wird. Also ich hole die Einzelteile mal raus. Na, hier haben wir den Motor selbst. So, das sind jetzt die ganzen Einzelteile. Also einmal haben wir den Block. Dann schieben wir natürlich, ups, ein bisschen magnetisch hier das Ganze. Dann schieben wir den Motor da hinein. So, dann legt man den am besten daneben, um das Ganze auszurichten. Dann hat man hier die beiden Reduzierhülsen, die auf die Welle drauf gesteckt werden. Ja, man hat die beiden Schnecken auf beiden Seiten. So, und dann hat man noch zwei Schwungmassen, die beiliegen. Also ich habe jetzt die kleinere verbaut, weil man sieht, das ist irgendwo so eine Mischung aus beiden. Die ist jetzt ein bisschen größer. Ich weiß gar nicht, ob die
so in das Chassis reinpasst. Jedenfalls habe ich die dann verbaut. So, was macht man jetzt einfach? Man steckt die beiden Reduzierhülsen auf die Welle, na, und dann werden die beiden Schnecken aufgesteckt. So, und das Ganze fixiert man dann am besten hiermit mit Schraubensicherung von Liqui-Moly, ja, damit sich das Ganze auch hält, weil das ist teilweise recht locker, kann sich also lösen. Ja, die Welle könnte irgendwann mal durchdrehen. Ja, so sieht das aus. Dann lötet man noch hier auf der Seite die beiden Kabel an, ja, und biegt dann die Kontakte so ein bisschen rum. Ja, und dann sehen wir dann das Gleiche, das Ganze als fertiges Produkt gleich im nächsten Bild. Und ja, das ist eigentlich alles. Ja, man muss dann schauen, dass man die Länge richtig abschätzt, dass das auch wunderbar funktioniert. Ja, das ist eigentlich alles. So, jetzt ist er drin, der Motor, wunderbar. Testfahrt auch schon gemacht. Also der Umbau hat soweit geklappt. Also von daher gesehen, denke ich, wird die 218 jetzt wieder so fahren, wie sie fahren soll. So, und nun ist der Motor installiert. Wir haben es gesehen. Jetzt kommt der Fahrtest. Ohne Gehäuse hatte ich sie ja schon getestet, aber jetzt kommt der tatsächliche Test, wie sie sich nun im Betrieb bewährt. Dazu werden wir jetzt den Motor starten und den Abfahrauftrag abwarten und das Signal ZP9. Und dann werden wir die Lok auf die Strecke schicken. Das ist ja hier im Steilstreckenbetrieb vorgesehen. Also die Lok fährt ja mit zwei N-Wagen im Steilstreckenbetrieb. Und ja, wir werden dann sehen, wie sie jetzt aus dem Bahnhof ausfährt. So, unsere 218 ist zurückgekehrt vom Steilstreckeneinsatz. Also man sieht auch mit dem Glockenankermotor sehr gute Fahreigenschaften. Also der Umbau auf jeden Fall ist jetzt kein Nachteil gewesen, eher ein Vorteil, sehr sanftes Fahren. Ja, bei den CVs muss man eigentlich nur die CV5 verändern. Die steht ja hier standardmäßig bei der 218, zumindest bei dem Modell auf 190. Die habe ich jetzt, die CV5 habe ich jetzt auf 250 gestellt, weil der Motor doch ein bisschen langsamer dreht, beziehungsweise die Übersetzung auf den Schnecken etwas anders ist. Also jedenfalls mit der Einstellung funktioniert er. Alles andere kann man eigentlich beibehalten, gibt es keine Probleme soweit. Ja, das war nun der erfolgreiche Umbau der 218-206-1 auf einen MTU TB11 Neubaumotor nach Ausfall der alten 12-Zylinder-Turbo-Diesel-Motoren.
Maschine. Und ja, also insgesamt sehr gut im Fahren. Von daher gesehen mit Sicherheit eine Verbesserung dieses Modells von Fleischmann. Ja, ich hoffe, dass auch das Video ein bisschen gefallen hat, ein paar Informationen gegeben hat zum Umbau und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und tschüss.